Ja, da guckt bei uns an, der kleine Wilbur. Hallo Freunde, der NRW über 18 Jahre, ich begrüße euch endlich zurück bei The Book of Unwritten Tales. Viele von euch würden jetzt sagen, endlich, ja, mir fällt ein kleiner Sven ein, der hätte das jetzt gesagt und ja, alle anderen natürlich auch. Es geht endlich weiter, der Weihnachtsstress ist vorbei und ja, was soll ich sagen? Ich habe wieder etwas Zeit für meine Let's Plays, bevor ich jetzt gleich wieder mal zur Arbeit gehen darf und die Zeit möchte ich gerne mit euch zusammen nutzen und mich dann hier in der Stadt weiter umschauen. Wir haben, das kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern, hier nachgeguckt im Gasthaus und hier vorne war nichts. Den Wagen haben wir uns auch schon angeguckt. Das heißt... Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Na dann. Gehen wir mal nach weiter oben. Ja! Durchgang nur für Berechtigte. Ach, da ist er wieder. Schildträger? Sie sind der Wächter des oberen Tors? Ganz recht. Und du hast keinen Zutritt zur oberen Stadt. Wie ich ihn unten vor dem Stadttor schon sagte, ich muss dringend den Erzmagier sprechen. Und wie ich dir schon sagte, die Wache am oberen Tor hat strenge Vorschriften. Aber warum haben sie denn nicht gesagt, dass sie die Wache sind? Ich war nicht im Dienst. Man soll Beruf und Freizeit nicht vermischen. Außerdem ist es doch so viel witziger. geht so. Naja. Irgendwie muss man doch zum Erzmagier kommen. Was muss ich dafür tun? Nur Leute mit einer persönlichen Einladung des Erzmagiers werden zu ihm vorgelassen. Hast du eine Einladung? Ach, herrje. Ja, natürlich. Und? Wo ist sie? Es ist eine unsichtbare, du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Doch. Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Glaubst du ernsthaft, das funktioniert? Ein Versuch war's wert, oder? Nicht wirklich. Also, wo ist die Einladung? Bist du bescheuert? Ich hab keine. Es ist eine unsichtbare Einladung. Eine unsichtbare Einladung? Nur so. Ja, von der unsichtbaren Universität? Nie davon gehört. Also, wo ist die Einladung? Ach, willst du mich flachsen? Mein Hund hat sie gefressen. Darauf werde ich nicht einmal antworten. Also, wo ist die Einladung? Nein, leider nicht. Na siehst du? Und ohne Einladung wirst du nie und nimmer zum Erzmagier vorgelassen. Es sei denn natürlich... du wärst selbst ein Magier. Magier dürfen mit dem Erzmagier sprechen? Natürlich. Er ist immerhin das Oberhaupt ihres Ordens. Kennst du etwa einen Magier? Ich wäre selbst gern einer. Und ich wäre gern ein Tautropfen auf dem Hintern einer Waldelfe. Tatsächlich? Wieso? Auf jeden Fall kommen nur Magier oder Leute mit Einladung in den Turm. Na super. Und zusammen mit einem Magier dürfte ich dann zum Erzmagier? Nee, der Magier dürfte hoch. Du nicht. Aber du könntest dem Magier ja eine Nachricht mitgeben. Aber ich muss den Erzmagier persönlich sprechen. Und ich muss ihm etwas geben. Tja... Dann müsstest du schon selbst Magier sein. Woran erkennen Sie denn, ob jemand ein Magier ist? An seiner magischen Aura? Oder am Charisma und der Weisheit, die er ausstrahlt? Am Magierdiplom. Hä? Jeder ausgebildete Magier hat ein Magierdiplom. Das kann er hier vorzeigen und dann lasse ich ihn hoch in die obere Stadt. Das heißt... Wenn ich Ihnen ein Magierdiplom vorlegen kann, dann lassen Sie mich zum Erzmagier? Zeig mir ein ehrlich erworbenes Magierdiplom, ausgestellt auf deinen Namen, und ich bringe dich persönlich zum Erzmagier. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich eben der erste Magier in der Familie der Wetterquarze werden. Viel Glück! Den Magierlehrer findest du im Wirtshaus. Mal sehen, was der von der Idee hält. Aha. Wie wird man denn Diplom-Magier? Wie kann ich denn Diplom-Magier werden? Du? Gar nicht.
Und wie können es andere werden? Es gibt Zaubererschulen. Ein Stück die Straße runter gibt's auch eine. Meister Markus Magische Magierschule. Allerdings hat Meister Markus sie schon vor Wochen dicht gemacht. Jetzt sitzt er den ganzen Tag im Gasthaus vor irgendeinem Rollenspiel. Ich besorge mir mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Ah ja. Oh Mann. Ich kann doch unmöglich eine Magierausbildung machen, nur um in den Turm des Erzmagiers gelassen zu werden. Vielleicht leiht mir ja der Zaubererlehrer ein Diplom. Und wenn ich den Ring abgegeben habe, naja, vielleicht kann ich es dann wirklich mal probieren. Na, das sind ja schöne Aussichten. Ach so, warte mal, hier mal gucken. Hinauf zur oberen Stadt. Das Wappen der Stadt Seefels. Ich kenne es von der Landkarte. Sieht auf dem Schild ziemlich heruntergekommen aus. Wie alles hier. Ja, irgendwie passt das. Naja, gut. Also dann wieder zurück ins Wirtshaus. Meister Markus. Wo ist jetzt Meister Markus? Das müsste der da sein. Entschuldigung. Können wir vielleicht... Genau. Meister Markus, ich bräuchte... Ich spiele. Ja, aber ich brauche ganz dringend... Später. Aber ohne Magierdiplom komme ich nicht... Hör mal, ich habe wirklich gerade keine Zeit. Meine Steuererklärung ist fällig, da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Keine Chance. Solange das Spiel läuft, bekomme ich gar nichts von Meister Markus. Toll. Ist da nicht wahr? Serverraum, was ist damit denn? Oh, Moment, betracht Rollenspiel. Ich verstehe zwar nicht, was da angezeigt wird und auch nicht, was die beiden eingeben, aber die Maschine scheint tadellos zu funktionieren. Also müssen wir die irgendwie kaputt machen. Okay. Da können wir leider nichts mit anfangen. Hier können wir nicht rein. Das muss wohl sein. Doch, können wir wohl. Ist ja ein Ding. Was ist denn? Was zum... Ein haariger Dämon. Er bedient die Maschine. Monkey Island lässt grüßen. Der Dämon scheint schwer beschäftigt zu sein. Vermutlich muss er Tag und Nacht schuften, um das Spiel am Laufen zu halten. Ein Affe. Der Papierkorb steht genau unter dem Schlitz in der Maschine. Seltsam. Der Papierkorb ist leer. Ja. Ah, okay. Im Schrank sind eine Menge Karteikarten. Auf jeder Karte gibt es eine kleine Tabelle und ein Bild. Die Karten sind alphabetisch sortiert. Mal sehen. Seltene Gießkanne, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit Geranien benutzen, erhöht die Lebensdauer von Topfpflanzen um 2. Epischer Schnellhefter, bietet Platz für bis zu 16 Formulare. Strumpfhalter der Rutschsicherheit, verhindert das Herunterrutschen von Socken. Auf den Karteikarten scheinen alle Gegenstände aus dem Spiel beschrieben zu sein. Aha. Was macht er hier? Das sind doch auch Karteikarten. Moment. Das hilft. Betrachte Stuhl. Eine ziemlich wackelige Holzkonstruktion, der Stuhl von Server. Von Server, der Stuhl von Server. Für Safe Games. Für Safe Games. Sorry, der musste sein. Auch nicht schlecht. Der Safe ist abgeschlossen und ich kann ihn mit Sicherheit nicht knacken. Kleines Gefäß, was ist... Kleines schwarzes Gefäß. Könnte ein Tintenfässchen sein. Ah. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Aber der kehrt uns doch den Rücken. Da ist noch ein Stuhl. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon sitzt. Ich schätze, es ist ein Ersatzstuhl. Online steht da. Was immer das heißen mag. Online. Toll, toll, toll. Ach, Moment. Bring die Karteikarte. Wollen wir mal den Dämon ärgern. Ah, kann ich jetzt das Tintenfass nehmen? Das Tintenfass? Nein, kann ich nicht. Hui, der Dämon ist verdammt schnell. Er muss über unglaubliche intellektuelle Fähigkeiten verfügen. Ach. Ist doch nicht wahr.
Moment mal, was ist denn mit der Säge? Er wird es kaum zulassen, dass ich den Stuhl ansäge, während er drauf sitzt. Okay. Was ist mit dem Stuhl da hinten? Ja! Server ist so mit seiner Arbeit beschäftigt, er wird wohl nichts bemerken. Und was bringt das? Das Stuhl steht noch. Dürfte nun aber ziemlich leicht umkippen. Natürlich. Und wo ist die Säge hin? Wo hat er die Säge hingeschmissen? Ah, Kacke. Super, da stehen sogar Zigaretten. Und was, hat das jetzt gebracht? Mit dem Reden kann ich auch nicht. Es sieht nicht so aus, als mache er viele Fehler. Wenn die Spieler aufgrund technischer Probleme das Spiel beenden sollen, muss ich wohl etwas nachhelfen. Ja, das ist mir schon klar. War schon faszinierend, ey. Tja, also hier, denke ich mal, ist nichts mehr zu finden. Was haben wir hier draußen? Das war die Zaubererschule, die geschlossen ist. Die Tür ist verriegelt. Ja. Der Zaubererlehrer sitzt immer noch im Gasthaus und spielt dieses seltsame Spiel. Das muss der letzte Marktstand sein, von dem der Krämer erzählt hat. Solange der Krämer dieses seltsame Spiel spielt, wird hier nichts mehr verkauft werden. Ja, was ist, kannst du da irgendwas mitnehmen? Natürlich nicht. Was hat man denn draußen noch? Mal hier noch irgendwas. Was ist das? Ach ja, das Kaninchen hatten wir ja auch noch. Und die... Ach ja, richtig, genau. Und die hatten wir auch noch. Das Getier wird immer noch da sein. Und, theoretisch? Ja. Damit? In Ordnung. Ich fülle einige Käfer ins Glas. Na siehst du. Ach, Moment. Und mit denen... Vielleicht die Maschine lahmlegen. Oder warte mal, mit denen vielleicht ein Nee. Das. Was ist das? Kleinen Baum. Ein kleiner Baum? Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ein Zeichen der Hoffnung. Okay, ich versuche jetzt mal meine Theorie, die Käfer irgendwie mit der Maschine zu verwenden. Aber... Moment. Mit den Karteikarten nicht. Mit dem... Die Bugs mit dem Server. Ja, woanders können wir es nämlich nicht benutzen. Mal sehen. Dumm, die dumm. Ja. Spricht der etwa? Was ist denn jetzt los? Der Surfer spinnt total. Total verbackt. Ich hab hier bald die Fakten dicke. Da bezahlt man Monat für Monat viel Geld, die Entwickler machen riesige Gewinne und trotzdem läuft's nicht. Das ist doch alles Schrott bei denen. Alles völlig veraltete Technologie. Mir reicht, ich schreibe eine Beschwerde. Wenn die ihre technischen Probleme nicht in den Griff bekommen, dann bin ich weg. Ich erst recht. Ausgezeichnet. Wie es aussieht, muss ich nur noch für ein zweites technisches Problem sorgen und die beiden hören endlich auf zu spielen. Was war das? Die erste Beschwerde der Spieler ist schon mal im Papierkorb gelandet. Die erste Beschwerde der Spieler ist... Ja, und was... Das ist denn jetzt mit dem Stuhl? Ich habe den Ersatzstuhl angesehen. Sobald sich da jemand draufsetzt, wird der Stuhl zusammenbrechen. Er hampelt ziemlich auf dem Stuhl herum. Kein Wunder, dass es bei der Beanspruchung einen Ersatzstuhl gibt. Tja, aber... Auf ein neues. Das vielleicht nochmal. Und jetzt die Stühle vertauschen. Zack, zack. Na, natürlich, und er merkt das nicht. Wesen aus Fleisch und Blut hätte das wehgetan. Hey, was ist los? Ack, hier geht ja gar nichts mehr. Ist der Surfer gekriegt? Ich stehe gerade im eingeschränkten Halteverbot. Das war's. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hör auf.
Sollen die doch sehen, was sie davon haben. Richtig. Na gut. Eine Chance gebe ich denen noch. Aber nur noch eine. Ist ja nicht so, als könnten wir nicht einfach aufhören. Wir könnten schon, aber wir wollen nicht. Richtig. Außer die kriegen ihre Probleme nicht in den Griff. Dann ist's vorbei. Schreib denen das. Das gibt's doch nicht. Was muss denn noch passieren, damit die beiden endlich aufhören? Ach nee. Der nimmt sich jetzt den Ersatzstuhl. Ja. Ganz toll. Oh, Freund, ich habe keine Lust mehr. Und vor allen Dingen, hallo, ich meine, wie naiv muss man sein? Direkt daneben ist eine Tür, wo es zum Server geht. Warum guckt man da nicht mal nach? Aber naja. Freunde, die Zeit ist erreicht. Wir machen hier Schluss und sehen uns dann gleich mit dem nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Tschüss.